Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pharao A New Era. Wir sind hier ganz fleißig dabei in Perhebit und wir müssen alle möglichen Sachen ranholen. Ich wollte nochmal gucken, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ja, Töpferwaren haben wir selber, könnten wir exportieren, aber hier wird leider nur importiert. Das ist doof. Wollen wir mal gucken, ob wir handeltechnisch vielleicht neue Handelsrouten haben? Oh, die kaufen Sachen. Haben wir alle nicht, ne? Verdammt. Was ist denn hier? Kauft nichts. Hier sind wir schon mit einer Seeroute verbunden. Okay. Und hier leider nicht. Papyrus kaufen die. Wir müssen diese Route sofort bestätigen, dass wir Papyrus verkaufen können. So, pass auf. Dann gehen wir hierher und stellen bei Handel ein, dass wir Papyrus loswerden wollen. Export verfügbar. Import? Export. Ne, wir wollen nicht importieren, wir wollen exportieren. Ne, warte mal, wir stellen da Papyrus erstmal her, oder? Die sind gerade alle losgetingelt hier. Guck mal, die kloppen gerade Schilfgras. Das ist gerade ganz fleißig in der Mache. Da kommt Papyrus zusammen. Wir müssten hier viel. Warte mal, nee, wir haben hier Lagerhäuser für Papyrus. Und hier rollt Gold. Das ist gut. Wir brauchen zusätzliche Arbeitskräfte. Ich glaube, wir brauchen mehr Häuser, oder? Wollen wir neue Häuser zuweisen? Ich glaube, da bleibt gar nichts anderes über. So. Fisch haben wir nicht. Oh. Oh, wir haben. Oh. Ja, weil wir keine andere Nahrungseinnahmequelle haben, oder? Außer Fisch und so ein paar Kichererbsen da. Schwierig. Wir machen ein paar Gärten und stellen ein paar schöne Skulpturen. So, für die wunderbare Schönheit der Stadt. Warte mal, da ist ein Bazar. Ist für die Wohnhäuser geil. Die kommen schon an den Laufen. Sehr schön. Warte mal, wir brauchen 95 neue Arbeiter. Ja, da müssen wir noch mehr Wohnhäuser zuweisen hier. Aber ich will nicht zu viel mit einmal. Und ich glaube, wir müssen auch bald Militär machen, oder? Ah, Kohle kommt, ne? Die erste Goldladung wurde in Empfang genommen. Und wir haben Papyrus am Start. Okay, dann können wir handeln. Der Handel von Papyrus kann beginnen. Wir wollen exportieren. Wir machen mal über 1000. Na, dann können wir das schön an Mann bringen, weil jetzt müsste auch ordentlich was bei Rom kommen. Guck mal, wir haben schon Schilfgras. Wir brauchen halt mehr Arbeit da. Sind die Buden alle voll hier? Nee, siehst du? Guck mal hier oben. Die sind nicht voll. Aber die Leute ziehen. Oh ja. Krass, wir brauchen übelst viele. Na dann mal ran. Was ist denn mit dem Fest? Oh oh. Rebe kommt eins. Was ist denn hier mit der. Ah, die. What? Ja. Papyrus. Mach mal. Wir brauchen halt noch Fisch ohne Ende, ne? Machen wir da. Haben wir noch. Wollen wir? Sollten wir? Müssen wir? Wir machen mal. Ah, hier ist das Ackerland. Hier können wir nicht. Hier geht noch ein Fischer. So, dann müsst ihr die Werft jetzt ein neues Fischerboot bauen eigentlich, oder? Wir könnten hier drüben auch einen Fischer bauen eigentlich. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir nachher noch so andere Sachen machen müssen, ob das Sinn ergibt. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Wir machen hier einmal gegen Feuer und einmal gegen Einsturz. Ja, so, warte mal. Der Weg ist dran, okay. Mehr Fisch kann ja nicht schaden. Ein üppiges Fest. Schön. Krass, und die Buden sind alle bezogen. Fehlen immer noch ein paar. Aber kommen immer noch. Oh, ja, da kommen viele nach. Und wir haben Papyrus. Und wir haben Plus. Ey, Leute, wir haben Plus in der Kasse. Geil. Brauchen wir hinten noch neue Tempelanlagen? Das kann, glaube ich, nicht schaden, oder? Wir werden mal beide Götter huldigen hier. Hä, warte mal. Finden wir was?
Ja, bleib locker. Wir haben Schulden, das ist mir doch egal. Wir verdienen auch Geld. Arbeitskräfte benötigt. 37. Okay. Oh, die könnten hier hinten vielleicht mal ein Basal brauchen, oder? Ich glaube schon. Und vielleicht sollten wir hier nochmal einen Wasserträger hinstellen. So. Vielleicht hier... Eine Segnung von Osiris. Das ist ja der Hammer. Hier geht nicht, hier geht ja. Dann machen wir so. Ja. Nein, wir haben immer noch keinen Fisch. Es tut mir leid. Da kommt Gold. Jeder Goldkarren bringt Kohle. Warte mal, das geht hier in den Palast, ne? Zack. 1, 2, 3, 4, 500, 600, 700 rollen da an. 800, 900, 1000er, 1200. Siehst du, läuft doch. Liegt das vielleicht daran? Brauchen wir hinten unten mal? Nee, die sind aber alle ausgebucht, oder? Die haben ja alle, ja. Die Mucke ist geil. Okay, warte mal. Wir brauchen immer noch Arbeiter. Das ist eigentlich an sich ganz gut. Aber wir brauchen unbedingt viel mehr zu essen. Wir haben Fisch. Oh, und Erbsen haben wir. Wir können auch viel mehr Papyrus verkaufen. So, wir gehen mal auf 2000 hoch. Sind wir irgendwann am Importieren? Export Fisch, nein. Import Ton, brauchen wir das? Ah, wir müssen... Ach Gott, wir müssen Militär machen, Leute. Ein Drillplatz. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der passt doch hier perfekt hin. Dann würde ich hier so ein Bogenschützen-Ding bauen. Und so ein Ding. Wieso hat denn der keine Weganbindung? Hallo? Ja, ich hätte vielleicht gerne zwei Bogenschützen. So, bedeutet, wir brauchen dann halt auch noch sehr, sehr viele neue Bewohner. Aber die kommen ja ran. Ne, die kriegen wir hin. So, was war das andere hier noch? Oh, wir können nur eh einen Drillplatz machen. Okay, was ist denn das hier? Ein Kriegshafen und ein Transporthafen. Eine gute Überschwemmung. Na bitte. Immer noch Schulden. Ja, sehr ruhig. Das Gold rollt. Da ist es doch. Alles wird schön. Wart mal ab. Was ist bei euch hier? Ihr braucht... Okay. Ja. Wir müssen ein neues Fest machen, ne? Osiris, jo. Wir müssen halt stark mit der Kohle irgendwie klarkommen, aber... Wir haben eine Arbeitslosigkeit. Oh, nö! Pass auf, dann machen wir hier Weizenfelder. Gerste, meine ich. Fremde Armee dringt ein... Wann? In 18 Monaten. Okay, wir sind dabei zu rekrutieren. Wir haben Arbeitslosigkeit? Kann nicht sein. Krass. Na, warte mal. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Gerstefelder, oder? So, bitteschön arbeiten. Dann können wir nämlich Bier herstellen. Da das richtig gut. Warte mal. Kommen wir hier irgendwie mit dem Weg runter? Ja, hier kommen wir durch. Pass auf, dann machen wir das so. Und so. Genau, dann ist das hier schon mal connected. Brauchen wir noch mehr Gerste? Kann eigentlich nicht schaden, oder? Na, jetzt haben wir sie verbaut. Oh, das ist ja fies. Das passt immer genau... Immer nicht. So, und ich glaube, wir brauchen hier noch ein Arbeiterlager, ne? Wir stellen das da. Und dann machen wir das da. Und dann machen wir das noch nach da. Und ich hoffe, dass sie hier wirklich arbeiten. Wir machen hier vielleicht nochmal Kichererbsen, oder? Hätte ich gesagt. Oh, warte mal, hier kommen wir mit dem Weg sonst nicht hin, ne? Müssen wir aufpassen. Tückisch.
Arbeitslosigkeit in der Stadt. Ja, ich weiß. Kein Problem. Bin dabei. Wir lösen das Problem. Kichererbsen. Warte mal, wir kriegen hier. Ah, jo. Nein. So machen wir das. Dann haben wir hier unten nochmal zwei Felder. Dann würde ich hier sehr gerne zwei Silos stellen. Die wandern ab. Wieso wandern die ab? Und vielleicht nochmal zwei davon. So, wo wollt ihr denn hin? Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Das ist unfassbar frech. Arbeitslosigkeit 1%. Ja, das ist ein Problem. Wir haben ein bisschen Geld. Wir müssen Reh wieder glücklich stimmen. So. Wir haben eine mäßige Überschwemmung, ne? Wer ist denn er hier? Ich weiß wirklich nicht, warum wir hergekommen sind. Diese Stadt treibt absolut keinen Handel und der Landgang ist extrem langweilig. Hä, hey, bleib locker. Haben wir eigentlich Kupferminen? Nö, wir haben nur Gold, ne? Ja, nur Gold. Haben wir so ein Ding? Eine Papyruswerkstatt, ja. Warte mal, warte. So eine Schule. So was wollte ich euch noch geben. Da. So. Ja, mit Fisch ist hier nicht doll. Das ist ein starkes Stück. Viech. Wir brauchen mehr Viech. In einem Jahr. Was? Hä? Doch, klar. In einem Jahr. Wollte ich sagen. Hey, zeig mir gerade. Nee, verlese ich mich nicht. Hat die stimmt, hat die passt. Alle Dude. Wir kriegen das hin. Vielleicht, hoffentlich. Da ohne Waffenschmiede brauchen wir. Dafür brauchen wir Kupfer. Wir müssen doch Kupfer importieren. Okay. Ja, müssen wir so handeln, dass es klappt, ne? Dann werden wir Kupfer kaufen. Kupfer war hier unten wahrscheinlich. Ja, da. Importieren bis zu 200 machen wir mal. So. Und Papyrus muss da übelst gehen. Da muss mehr rausgehen. Papyrus haben wir ja schon. Okay. Probieren wir mal. Schauen wir mal. Haben wir Arbeitslosigkeit? Nee, es werden Arbeiter benötigt. Das ist immer sehr, sehr gut. Aber ich glaube, die Gerste-Ernte, die wird sehr nüchtern ausfallen. Was ist denn eigentlich mit Fisch? Weil wir haben ja nicht so viel bebaubare. Wobei doch, hier können wir noch Dockanlagen stellen und sowas. Ich würde hier nochmal so eine Fischeranlage bauen. Die könntet ihr dann alles rüber transferieren. Das ist gar kein Problem. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Dann machen wir hier nochmal was gegen den Verfall und gegen Feuer. So. Arbeitskräfte benötigt. Ich glaube, Arbeitskräfte benötigt ist immer das Beste, was passieren kann, oder? Guck mal, Töpferwaren. Davon haben wir viel. Wir müssen auch noch so ein Ding bauen hier, ne? Ein Arbeiterlager und eine Maurergilde. Wir müssen dir den Auftrag geben, glaube ich. Wo wollen wir das Ding bauen? Wir machen davon zwei. Wir machen davon zwei. So. Und wir starten die mittlere Masterbar. Nach da, bitteschön. Da kommt ein Weg rum. Na, wobei, wir können hier Gottheiten hinstellen, oder? Wir lassen das hier erstmal ausheben. Wir brauchen 100 zusätzliche Arbeiter. Ich hoffe, ja, da wandern sie ein. Sehr schön. Wir bauen mal keine neuen Häuser. Vielleicht haben wir Glück. Oh. Die Pilgerfahrt. Ehre. Fisch. Wie kommt denn hier der Fisch weg? Bringen die Fisch weg? Nehmen alle Schilfgras an Bord, ne? Da, Schiff. Guck mal hier, Fischkarren. Das ist gut. Da kommt eine fette Flut. Geil. Reh kriegt ein Fest. So, ich will... Eine hervorragende Überschwemmung. Wow. Ich will Gerste. Gerste. Da ist Gerste. Geil, wir können Bier bauen. Pass auf.
Da, Brauerei, ja. Mach mal Bier da draus, bitte. So, wir brauchen immer noch 71 Arbeiter. Da kommen immer neue, das ist echt cool. Oder brauchen wir noch mehr Häuser? Ich will aber nicht übertreiben, nicht, dass wir nachher wieder hier Arbeitslosigkeit haben. Das wäre nämlich ein bisschen anstrengend. 6 Monate. Bogenschützen haben wir. Oh, hier unten ist ja noch mehr zum Schröpfen. So, Leute, jetzt kommt hier aber Gold rein. Alles oder nichts, hätte ich gesagt. Brauchen wir noch ein Arbeiterlager? Nö. Wir brauchen aber 176 neue Leute. Da kommen sie. Also stellenweise. Und der Händler. Ein Maultier. Hallo. Okay. Okay. Wir müssen die Stadt schöner machen, glaube ich. Wir brauchen hier wieder so eine Dinger, ne? Einmal das. Und dann wartet doch schon wieder. Wir sind toll. Warte mal. Na, oder da ist mir auch egal. Einmal das. Und das Ding hier war nochmal eine Nummer größer, ne? Du musst ich Pavillon? Wieso geht das nicht? Ach so, du musst überstehen. Hä? Okay, der passt hier auch hin. Nur dann bauen wir das da hin. Mir sollte recht sein. Pass auf, dann machen wir hier noch so eine Gauklerschule. Und wir haben 3000 Leute an Bord. Fromme Stadt, das ist cool. Oh, warte mal. Nee, das da möchte ich noch. Ah, da. Wo stellen wir das denn hin? Hier passt es ganz gut. Okay, dann kommt hier ein bisschen Garten und Deko-Krempel. Hier, so ein Doppelnilpferd mit einem Garten in der Mitte. So, und hier mal hochjatten. Fertig. Kurz und schmerzlos. Für die Schönheit von der Stadt. Fehlen 145 Arbeiter. Aber kommen halt immer welche dazu. Aber so wie es aussieht, wandert zum Glück keiner ab. Na doch, ein paar. Wo wollt ihr hin? Hallo? Oh, naja, egal. Kichererbsen wurden. Oh. Kichererbsenernte war gut. Oh, Gerste haben wir auch haufenweise. Das ist ja voll geil. Glaube, wir müssen ja ganz doll ausbauen, ne? Lagertechnisch. Und dann können wir noch weitere Brauereien stellen. In einem Monat kriegen wir einen ganz gewaltigen Hintern voll. So, warte mal, können wir hier einen Weg durchbauen? Jo. Okay, dann machen wir jetzt Bier. Weil Gerste ist ordentlich da. Wir haben. Wo wollt ihr denn hin? Ich kann einfach keine Wohnung finden. Oh, Entschuldigung. Alter, 200 zusätzliche Arbeiter brauchen wir. Na, warte mal. Dann müssen wir hier oben neu ausweisen, oder? Neue Wohngebiete. Feind in unserem Gebiet. Mann, ich will hier gerade eine Straße bauen. Versteh mal. Zum Kampf. Schiffe! Nein! Wir haben keine Schiffe! Oje. Oje, den haben wir voll verpennt, ne? Nicht, dass die einfach anlanden und alles kaputt machen. Das könnte interessant werden. Oh nein! Also, wir haben zwar Armee ausgehoben, aber. Okay, die sind gerade angereist. Ja, die machen wir doch weg. Guck mal, hier, wir haben ja übelst viele Bogenschützen. Klack, klack, klack. Probleme löst. Sieg! Zurück zur Stadt. Ja! Komm, wir wollen hier Sachen bauen. Besser gesagt, wir müssen hier Sachen bauen. Und zwar neue Leute ein Zuhause gewähren. Ihr bekommt natürlich sofort ein Bazar. Und vielleicht noch einen Wasserträger, oder?
Wir machen mal eine Doppelzisterne. So, wir brauchen 168 Leute, die hier einziehen können. Das ist sehr schön. Was ist denn hier unten eigentlich mit einem Arzt und sowas? Haben sie hier auf der Ecke, ne? Und da? Hier vielleicht nicht so. Haben sie hier alles? Okay, dann sind wir da schon mal versorgt. Los, Leute, kommt ran. Immer rein in die gute Stube. Sehr schön. Warte mal, jetzt müssen wir aber so ein Hafending bauen, ne? Militär. Was ist das hier? Transporthafen. Was ist das hier? Ein Kriegshafen. Ein Kriegsschiff, das sich den kommenden Schlachten stellt. Transportiert Truppen zu weit entfernten Schlachtfeldern. Müssen wir sowas bauen? Bestimmt. Das würde ich vielleicht hier bauen, oder? Was ist mit so einem Handelsdock noch zusätzlich? Wir haben aber ein Problem, hier ist kein Lagerhaus verfügbar, ne? An der Stelle dafür. Ja. Kriegen wir das hier noch irgendwo hin? Hier, ja. Da auch. Aber wir haben ja keine Lagerhäuser dafür verfügbar. Das ist blöd. Weil das Handelsdock, was wir haben, das ist hier vorne. Hier ist eigentlich okay. So, hier müssen Wege ran. Hallo, Teilnehmer? Okay. Puh. Transport, okay. Schauen wir mal. So, die Armee ist im Gange. Weizen, yo, Bier, yo. Eigentlich, den Leuten muss es gut gehen, oder? Oh, wir haben eine Arbeitslosigkeit. Nein! Was machen wir denn da? Erstmal Party hart, hätte ich gesagt. Wir haben 10.000. Alter, wie geil ist das denn? Papyrus schieben wir mal hoch. Kupfer haben wir. Stellen wir Waffen her? Kaufe doch. Ihr braucht Ziegel. Wir haben keine Ziegel, ne? Können wir Ziegel herstellen? Negativ. Müssen wir importieren. Hat einer Ziegel? Nein. Okay, wir müssen eine Handelsroute dafür. Verkauft? Nein. Warte mal, was kaufen die? Die kaufen Ziegel. Komm, wir machen die Handelsrouten einfach. Verkauft Ziegel. Wir nehmen das. Haben wir denn jetzt zu allen wichtigen Dingern hier Handelsrouten? Ja. Das haben wir. Der kauft Papyrus. Der kauft nichts, was wir haben. Der kauft Fisch, Bier und... Okay. Aber dann können wir jetzt Ziegel importieren. Import. Ziegel. So, dann können wir nämlich immer schön unsere Masterbar vorantreiben. Bis jetzt ist noch keine Reihe komplett ausgelegt. Die aktuelle Reihe benötigt 4200 Ziegel. Das ist ja verrückt. Aber Gold rollt, ne? Die Karren. Eine vorhergeragende Überschwemmung. Liefern. Töpferwaren. Na klar. Was ist eigentlich mit dem Fischidöns? So, zeig mal her. Na gut. Heute muss ich Körbe schleppen. Aber irgendwann mal gehört mir der ganze Bazar. Kein Problem. Arbeitslosigkeit 6%. Was machen wir dagegen? Was können wir denn herstellen? Können wir irgendwas herstellen? Warte mal, ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr Handel treiben, wenn wir können. Töpferwaren, Import, Export. Oh, wow, wir haben voll viel Gerste. Export, Fisch. Exportieren über... Machen wir mal 100. Salat haben wir gar nicht. Ton, 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 Ton. Export Gerste, ja. Ich würde mal 1000 Gerste... Nee, wir machen mal 2000 Gerste raus. 2500 Gerste raus. Wir haben Bier. Das behalten wir natürlich auch strikt und sofort. Import, wir haben Kupfer. Import. Wir müssen Holz importieren für die Schiffe. Wartet so? Glaube ja, ne? Glaube diese Holzwerft oder diese Schiffwerft hier. Ziegel. Danke.
Ein Geschenk des Pharao. Auf Befehl des Pharao wurde ihre Warenlager mit siegellosen Ziegeln. Geil. Da liegen Ziegel. Jetzt kann er gebaut werden hier. Schlepp dran den Quark. Wollen wir noch eine Verbindungsstraße bauen? Zeig mal her. Passt der wieder perfekt. Cool. Okay. Wir haben eine Arbeitslosigkeit. Solange wir die Leute nicht abwandern, ist alles okay. Ich wollte hier Tempelanlagen bauen. Also Deko-Gedöns. So was hier, guck mal. So und so. Man kann fast so was wie Abu Simbel nachbauen, oder? Klar. Und noch ein bisschen Jatten. Zack. Zack, zack, zack. Oh, was ist denn hier los? Brennende Ruine. Schreiberschule. Die Feuerwehr konnte da nicht rechtzeitig hin. Na, warte mal. Dagegen weiß ich ja was. Jetzt haben wir zweimal das gleiche gebaut, ne? Das ist ja richtiger Quatsch. Das ist ein Architektbüro. Wir brauchen eine Feuerwehr. Und vielleicht auch mal eine Polizei oder so, oder? Wollen wir hier oben nochmal so ein bisschen generell so Dinge machen? Pass mal auf, dann haben wir hier die Papyrus-Dings weg und dann machen wir das neu. Okay. Guck mal, da haben sie die Ziegel schon gelegt. Die erste Reihe ist schon mal angefangen. Sehr, sehr geil. Wollen wir das hier oben normal machen? Arbeitslosigkeit in der Stadt. Ja, okay, warte. Nein, nicht schon wieder. Jetzt bin ich das gleiche. Ich will eine Feuerwehr. Und eine Polizei. Und eine Apotheke. Und ein Doktor. Und eine Papyrus-Schreibschule. Und Straßen. So. Feuer in der Stadt. Zack. War das einzigste, ne? Okay, müssen wir neu festmachen? Glaube ja. Wir hatten... Oh, Reh. Reh, auf jeden Fall Reh. Reh, da, so. Okay. Wir haben hier Tempelanlagen, das läuft. Wir haben 38 Leute benötigt. Das ist gut. Wandern hier wieder welche ab? Na klar. Ich kann einfach keine Wohnung finden. Gut, dann bauen wir neue Häuser. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Das ist kein Problem. Machen wir bis da. Und dann machen wir hier hinten oder mal, oder? So. Dann haben wir jetzt ein Problem. Dann haben die hier hinten wieder kein Bazar, oder? Ne. Okay, dann soll es einen geben. So. Dann pilgern neue Leute rein. So, was ist denn mit dem Handel? Alter, wir haben so übelst viel Gerste. Wir müssen, glaube ich, viel mehr Bier brauen, oder? Bier! Wir brauchen mehr Bier. Dang, 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 dang. Hier scheuern die Meldung rein, aber ist mir egal. So. Hier fehlen Waffen, glaube ich, oder? Haben wir Waffen? Nein. Wir haben ein bisschen Kupfer. Wir haben wenig Papyrus. Ich glaube, wir verkaufen viel Papyrus, ne? Deswegen haben wir so viel Kohle. Wir haben sehr viel Gerste. Das ist geil. Wir haben sehr viel Töpferwaren. Da so viel brauchen wir gar nicht. Und wir haben unfassbar viel Ton. Aber wir können leider keine Ziegel aus Ton herstellen. Mann, das wäre so cool. Aber wir haben doch eine Waffenschmiede gebaut, oder? Ja, der ist voll am Machen. Okay. Brauchen wir vielleicht eine zweite? Lass mal noch eine Waffenschmiede bauen. Wir stellen hier einfach nur mal eine hin. Brauchen wir hier noch ein Arbeiterlager? Kann, glaube ich, auch nicht schaden, oder? Arbeitskräfte benötigt. Wir brauchen 69. Zieht ein! Da kommen neue Leute. Guck. Weil in den normalen Hütten ist da noch Platz ohne Ende eigentlich. Schön voll machen. Guck mal, das sind tolle Häuser hier. Eine Bühne. Hä, nee, warte mal. Da wollte ich hin.
bescheidenes Wohnhaus. Okay. Oh Gott, guck mal, Kichererbsen sind schon wieder alle, ne? Aber Fisch haben wir noch. Wir haben unfassbar viel Gerste. Also, wir haben finanziell eigentlich ein recht gutes Polster hier, muss ich sagen. Ich kann einfach keine Wohnung finden. Jetzt hör doch auf. Ich will nicht so viel ausweisen. Warte mal, wir brauchen... Alter. Okay. Ist dann aber grenzwertig, ne? Wobei, die haben ja alles. Eine Schreiberschule. Warte mal, wir könnten vielleicht noch... die Zisternen stellen, dass die Wasser kriegen. So. Achso, warte mal, wir haben eine Kreuzung. Wir müssen ja wieder so ein Tülütidöns bauen, ne? Ja, so ein heulen die da alle wieder rum. So. Ungefähr vielleicht. Na, mal gucken. Wir könnten die Stadt noch schön ausbauen. Mit so eine Plätze. Oh, ja. So, Kupfer rollt. Nee, Quatsch. Da, Steine. Guck mal hier, Ziegel werden die fahren. Zur Masterbar. Die erste Lage ist noch nicht voll. Eine gute Überschwemmung. So, jetzt hauen wir mal richtig auf den Putz mit einer fette Fete. Okay. Nö, ich würde sagen, warte mal. Wir gehen hin und machen hier überall die Plätze hin, oder? Machen wir die Stadt ein bisschen hübscher. Macht das Sinn, wenn wir die Dinger überall bauen? Ja, oder? Ich glaube, der zieht ja viele Leute an. Hoffentlich. So, und so, und hier und da, und hier lang, da lang. Ganz ehrlich, ohne diesen versteckten Modus würde ich das hier nicht so bauen wollen. Okay, das sind ja alles Wohnungen, alles klar. Dann ist es ja angemessen, dass wir das hier so bauen. Gewaltiges Fest. Ich hoffe, das hat einen positiven Effekt, wenn wir hier überall Plätze bauen. So. Ja, hier oben ist halt dünn, ne? Das wird jetzt noch nichts. Warte mal, hier können wir aber auf jeden Fall. Hier sind überall Wohnungen. Und hier unten können wir auch machen. So, dann haben sie eine richtig geile, luxuriöse Stadt mit richtig dekadentem Pflaster überall. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo Straße ist und wo noch nicht. Okay. Warte mal, hier oben. So. Jawohl. Okay, hier wollen sie vielleicht doch. Nee, oder auch nicht. Gut, dann nicht. Dahinter könnten... Also entweder bauen wir hier Skulpturen. Und Gärten. So, und schon ist die Stadt schön. Pass mal auf, guck mal. Hey, wie geil, oder? Alles bunt, alles cool. Ich glaube, der hat ganz stark dazu beigetragen, dass die Häuser krass aufsteigen hier. Wir haben 4300 Leute. Und Kichererbsen wurden geerntet. Und noch mehr Gerste. Ey, wir müssen mehr Gerste verkaufen. Können da ruhig 8000 raushauen, oder? Ich glaube schon. Wir machen mal 7000. Export, Import. Da, da, da.
Ah, ich glaube, die Leute wollen coole Sachen haben, ne? Wir machen mal 400 Import. Schmuck, Schmuck. Wir holen mal... Echt? Okay, wir holen mal 10 Waffen ran. So. Gut, Freunde, der Handel könnte laufen. Ich hoffe, wir verdienen uns dumm und dämlich, aber die Goldkarren schaffen Geld herbei. Das ist schön. Warte mal, wir machen hier an der Mastaba nochmal hübsch. Soweit wie geht. Das war's schon. Hey, krass, guck mal, die Häuser, die steigen alle auf und dann bauen sie sich wieder zurück und dann steigen sie wieder um und dies, das, Ananas und... Ich lobte, die fällt mir. Wir haben Arbeitslosigkeit und die Leute pilgern rein. Wie kriegen wir die beschäftigt? Müssen wir mehr Bier herstellen? Nö. Okay. Könnte interessant werden. Wir gucken mal. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Was ist denn hier los? Wir müssen die Tongruppe zerstören, damit kein größeres Unglück. Naja, dann mach doch. Wisst ihr, was wir machen? Machen wir einfach eine neue. So, da habt ihr das. Okay. Ich würde hier einfach noch viel mehr Arbeit dazu weisen, wenn ich könnte. Müssen wir mehr Ziegel importieren? Machen wir einen Tausender. Dann wird die Masterbar schneller fertig. Richtig? Richtig. Was ist denn mit dem Fest? Osiris kriegt eine dicke Fete. So, Leute. Und wie das hier weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Mach keinen Quatsch. Und Rinjauen.